Wir machen jetzt hier ein Beispiel zur Ermittlung der Materialkosten und des Wareneinsatzes. Das Beispiel lautet wie folgt. Ein Unternehmen, das Zubehörteile für die Automobilindustrie herstellt, hat im zweiten Quartal 110 Einheiten des Zubehörteils Y und 80 Einheiten des Zubehörteils Z produziert. Und zur Verarbeitung von Y wurden 9 Kilogramm Kunststoff pro Einheit und für Z 8 Kilogramm pro Einheit benötigt. Folgende Angaben sind in der Lagerbuchführung erfasst. Haben wir nämlich einen Anfangsbestand und einen Endbestand laut Inventur. Dazwischen haben wir zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils Zugänge, also Einkauf. Und schließlich haben wir noch die Info, dass die Materialentnahmescheine der vergangenen Periode weisen einen Abgang von 1600 Kilogramm aus. Das heißt, wir haben Belege dafür, dass 1600 Kilo verbraucht wurden. Soweit die Aufgaben, quasi das Setting der Aufgabe und die Aufgabe selbst lautet dann: Ermitteln Sie den mengenmäßigen Verbrauch und den Schlussbestand nach der Kontraktionsmethode A, B der Inventurmethode und C der Retrogradmethode. Und das machen wir jetzt einfach mal. Zuerst gehen wir nach der Kontraktionsmethode vor. Wir haben hier gegeben den Anfangsbestand in Höhe von 200 Kilogramm. Dann haben wir laut Lagerbuchführung außerdem gegeben die ganzen Zugänge, nämlich die Summe hier von diesen Sachen macht 1700 Kilo. Und dann wurden alle Abgänge ja auf den Materialentnahmescheinen festgehalten. Das ist die Besonderheit der Kontraktionsmethode. Insgesamt wurden laut Aufgabenstellung Entnahmen in Höhe von 1600 Kilogramm erfasst. Und damit kommen wir dann als Saldogröße insgesamt auf einen Endbestand in Höhe von 300 Kilogramm. Da ist er. Also wir haben hier gegeben den Anfangsbestand, da rechnen wir drauf die Zugänge, ziehen ab die Abgänge und was übrig bleibt, muss dann der Endbestand sein. Wobei, nach der Kontraktionsmethode, dieser Endbestand ist ein Soll-Endbestand, also der Endbestand, der auch tatsächlich rauskommen sollte, wenn keine Belege falsch ausgefüllt werden oder sonst irgendwie anders Teile verschwinden. Gehen wir über zur B. Bei der Inventurmethode gehen wir ein bisschen anders vor. Hier ergeben sich die Abgänge als Restgröße, das heißt, diese Info haben wir hier nicht. Wir haben also wie gehabt den Anfangsbestand in Höhe von 200 Kilogramm, dann laut Lagerbuchführung die Zugänge, das ist das hier, wieder in Höhe von 1700 und dann haben wir keine Info über die Abgänge, sondern die Info über den Endbestand laut Inventur. Das rechnen wir jetzt da rein. Und das, was dann als Saldogröße übrig bleibt, ist eben der Ist-Verbrauch an Teilen. 1550 Kilogramm, das ist der tatsächlich festgestellte Verbrauch, inklusive aller eventuellen Fehler. Okay? Und so gehen wir eben bei der Inventurmethode vor. Anfangsbestand plus Zugänge minus Endbestand ergibt als Restgröße den Ist-Verbrauch. Und in der C haben wir noch die sogenannte retrograde Methode. Auch hier fangen wir an mit dem Anfangsbestand und den in der Lagerbuchführung erfassten Zugängen. Da haben wir es. Dann rechnen wir allerdings den Sollverbrauch aus, also die Abgänge, die laut Rezeptur hätten anfallen sollen, das haben wir hier drüben. Zubehörteil Y benötigt pro Einheit 9 Kilogramm Kunststoff und bei 110 Einheiten, Moment, habe ich das irgendwo nochmal? Nee, bei 110 Einheiten macht das einen Sollverbrauch von 990 Kilogramm. Schreiben wir es mal hier hin. 110 mal 9 sind 990 für Y und für Z haben wir einen Verbrauch pro Einheit von 8 Kilogramm Kunststoff, macht für insgesamt 80 Einheiten dann eben einen Sollverbrauch von 640 Kilogramm. Also für Z haben wir dann 80 mal 8 ist gleich 640. Und wenn wir das zusammenzählen, die 990 und die 640, dann haben wir eben 1630, also das hier rein und das auch. Zusammen 1630. Das ist eben der Sollverbrauch. Der Verbrauch, der hätte rauskommen
sollen, wenn die Rezepturen, wie sie hier in der Aufgabenstellung angegeben sind, zu 100% eingehalten worden wären. Und dann, was wir dann eben als Saldogröße rausrechnen, ist der Soll-Endbestand. Also der Endbestand, der am Ende rauskommen sollte, wenn die Rezepturen hundertprozentig eingehalten worden wären. Also nochmal, Anfangsbestand rechnen wir die Zugänge drauf und die Sollabgänge, dann haben wir am Ende den Soll-Endbestand bei der retrograden Methode. Zum Ende nochmal in der Übersicht die Ergebnisse. In der Subtraktionsmethode hier am Anfang hatten wir den Soll-Endbestand als Saldogröße. Bei der B haben wir den Ist-Verbrauch als Saldogröße. Und bei der C, bei der retrograden Methode, haben wir den Soll-Endbestand als Saldogröße. Und wie Sie sehen können, macht es einen Unterschied, zum Beispiel hier in Bezug auf den Endbestand, nach welcher Methode wir rechnen. Und der Kontext des Unternehmens bestimmt im Endeffekt, welche Methode angewendet wird.